I get my drink on and play ping pong with King Kong. Dinner time, hit the bell, ring ding dong. Got a steak bitch with a pink string on. Hallo liebe Freunde der ungepflegten Unterhaltung, hier ist wieder euer Hellraiser und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video aus Schönebeck. Wir haben gerade Wasser in die HTS 80 eingefüllt. Ich werde jetzt die Milchviehanlage mal kurz versorgen. Dann muss ich den Russen holen. Und dann wollen wir das Silo weiter voll machen. Da ist schon offen. Ja, ich wollte euch bloß mal ein bisschen zeigen wieder, dass ich nicht ganz untätig geworden bin. Hab natürlich eine kurze Pause gemacht, weil letzte Woche meine Maus kaputt gegangen ist und das hat mich ziemlich verstört nach 9 Jahren. Das war ein Top-Teil. Technisch, mechanisch, einfach die beste Maus, wo gibt. Und jetzt muss ich mir erstmal eine neue bestellen. Und da ich ja wählerisch bin und wieder so ein ähnliches Modell haben wollte, musste ich 1-2 Tage warten und ein bisschen Pause machen. Im Hintergrund müssten auch die neuen beiden Tutorials schon angekommen sein. Einmal wie man eine Mistplatte oder einen Misthaufen verbaut. Und dann nochmal ein Video zu den Sounds. Unterdessen habe ich hier versucht, die Milchviehanlage einzubauen. Und diesmal als großes Ganzes, nicht als 2 einzelne Ställe, sondern halt wirklich, dass die Kühe hier von A nach B laufen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und die liegen dann hier auch in den Ställchen rum und stehen rum, überall da, wo sie hin können. Weil natürlich cool sind, machen wir natürlich das Tor wieder zu, nicht, dass sie auch rausrennen. Aber sie können. Sie sollen nicht, aber sie könnten, zumindest ein Stückchen. So, Wasser haben wir befüllt. An dem Beispiel habe ich auch wieder versucht, ein bisschen ein paar optische Sachen zu machen an der Karte. Aber wir sind halt noch weit von dem entfernt, was ich mir vorstelle oder wo das Ziel sein soll. Auch mal zu. Ja, das erste Silo ist schon verbaut. Das befindet sich auch gerade quasi im Test. Das mache ich auch nebenbei noch. So, stellen wir ein ZT mal hier hin. Deswegen auf der Karte sieht es gerade so ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, weil ich an allen Ecken irgendwie versuche zu testen. Stroh ist drin, Wasser ist drin, Nahrung ist auch drin. Bisschen spulen. Dann sollte ja auch mal ein bisschen. Ja, hier kein Heu drin. Ah, jetzt geht's hoch. Oha. Na gut, das sind viele Kühe, ne? Also es sind 150 Kühe. Wie das visuell jetzt vonstatten geht. Aber die haben erstmal Mist gemacht. Okay, Funktion ist erstmal da. Wir lassen die Zeit mal ein bisschen vorlaufen. Wie gesagt, ich will euch ja bloß mal wieder ein bisschen einen Überblick verschaffen, was ich in der Zeit jetzt gemacht habe. Ein bisschen die Farben von den Texturen nochmal ein bisschen bearbeitet. Die Weitsicht sieht jetzt auch wieder ein bisschen besser aus. Ist nicht so grün abgestumpft. Gehen wir mal ein bisschen durch die Stadt. Zeige ich euch noch schnell die Schweinemastanlage. Das, was ich erstmal verbaut habe. Zufrieden bin ich damit noch nicht. Aber es ist erstmal eine Schweinemastanlage. Weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Hier so eine Art kleine Baufläche. Deswegen auch anderes Gras. So. Sobald man hier jetzt zum Beispiel sagt, man möchte hier was platzieren, dann verschwindet das Gras auch komplett. So, das Silo hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Hier wäre dann das Farm-Silo drin. Also alles ein bisschen schnell mal rübergehen.
Im ersten Video habt ihr ja gesehen, dass die Felder hier nicht so richtig aneinander waren oder ineinander gegangen sind. Das hat mir auch nicht gefallen. Hat mir auch ein, zwei Tage gekostet, das wieder schön zu machen. Jetzt haben wir hier wenigstens so einen kleinen Feldrand, der sich noch dran erinnern kann. Das ist hier so alles ineinander gewachsen. Fand ich sehr, sehr uncool. Aber es sind immer noch kleine Ecken hier. Zum Beispiel noch Gras gemacht werden. Das ist mir alles zu nah dran an den Pfeilern. Die Bäume, die hier auf dem Feld standen, sind auch weg. So. Wir haben es ja. Also können wir gleich mal die Anlage kaufen. Da ist der Stall. So sieht es aktuell aus. Ein paar Viecher. Holen. Krach machen sie auch schon schön. Bisschen runterdrehen hier. Aber so richtig gefällt mir das noch nicht. Also ich habe auch schon versucht, hier mal einen anderen Stall drauf zu platzieren. Ein bisschen was Neueres. Aber das passt dann halt wieder vom Gesamtbild nicht. Hier stand vorher ja so ein weißes Haus. Das habe ich jetzt auch weggenommen. Weil ich Gebäude, die keinen Nutzen haben, finde ich immer so ein bisschen Rex. Oh, es regnet. Herzlichen Glückwunsch. Kommt heute nochmal Sonnenschein? Denke nicht. Na gut, gehen wir in die Abendstunde. Holen den Russen. Sieht doch schön aus. Schön giesig. Ah, hier ist an allen Ecken noch ein bisschen was zu machen. Ein anderes Haus möchte ich hier noch haben, wenn es was wirklich begehbar ist. Wie gesagt, ich mag das nicht, wenn du eine Halle auf einem Grundstück, was du bewirtschaftest, zu stehen hast und letztendlich kannst du sie nicht nutzen. Das ist einfach, ja, es ist schöne Deko, aber es macht dann, es bringt keinen Sinn. Und wenn ich mit dem ganzen Kladderadatsch fertig bin, geht's hier weiter. Das wird dann so wieder so ein einzelner Hof. Ihr kennt das ja mittlerweile, dass ich mir da noch einen kleinen Stall hinbaue, Schweinestall oder sowas. Würde sich ja cool anbieten. Mal gucken. So. Jetzt schauen wir mal, wo der Russe ist. Oh, hier steht er am Baum. Na, der Mengele, der hier rumsteht, der befindet sich auch gerade im Test. Das ist ja cool. Halt der Schlauchmeier dran. Aha. Ist ja nett. Also ich hatte den Anhänger im letzten Savegame am Anfang schon mal versucht so ein bisschen zu befüllen. Und jetzt sind die Klappen aber unten. Natürlich mega hässlich aus. Aber ist nicht schlimm. Man sollte halt die Hänger nicht voll irgendwo stehen lassen. Ist wieder mal so eine Lehre für mich. Jetzt fahren wir nochmal schnell durch den Regen abkippen. Sieht der Russe natürlich total sexy aus. Der alte Turborotzer. Geil ist natürlich auch, es regnet ja gerade. Oh, mal schnell gucken. Vielleicht hat man es ja schon gesehen. Hier ist noch eine. Genau, wenn es regnet, gibt es jetzt hier so eine schönen Pfützen. Über alle Straßen so verteilt. Finde ich schön schnippisch. Kann man mal machen. Ich klappe mal das Lenkrad runter. Wenn ich irgendwann mal schönere Pfützen finde, dann werde ich die auch noch da verbasteln. Aber Schnickschnack muss es geben. Ich könnte mir schon wieder ins Hemd kacken. Bei diesem Bahnübergang ohne Schranken. Aber hier kommt keiner. Ich kenne mein Glück. Willst gerade mal Video aufnehmen? Schild bisschen Schönebeck fahren. Kommt die Ludmilla und raucht dich über die Map.
Wenn ich dann mit dem Bauen so weit bin, dass es mir kein Unbehagen mehr bereitet, die Karte anzumachen, 10 Minuten zu spielen und zu sagen, oh, hier, guck, da musst du noch, dann werde ich auch mal wieder Livestreams machen. Aber aktuell ist es so, ich mache die Karte an, spiele 10 Minuten, teste irgendwas aus. Und dann hast du wieder so einen Punkt, wo du sagst, okay, das muss ich jetzt machen. Dann machst du die Karte aus, oder machst das Spiel aus, gehst in die Karte, baust, machst, tust. Und wenn ich diesen inneren Drang erledigt habe, dass ich das nicht mehr alle 10 Minuten machen will, dann machen wir auch wieder einen schönen Livestream. Ist ja sowieso für die nächste Zeit mal wieder geplant. Mich gerade gefragt, ob das Sinn macht, den Gullideckel da auf der Waage. So. Das ist natürlich jetzt optimal, dass der hier steht. Wenn wir mal beiseite schaffen. Zumindest der Stickel. Sieht schon nice aus. Oh, mal einen kleinen Screenshot hier. Bisschen im Regen muss man mal ein bisschen posen. Ah, perfekt. Viel ist ja hier nicht drin. Das schiebt der Kiro schnell wieder zusammen. Wichtig ist, dass wir hier morgens noch wieder rauskommen. Das sieht halt noch aus wie Kraut und Rüben, das Silo. Aber ich staune, dass mit dem Rüberkommen geht wesentlich besser als im 19er. Da habe ich mit dem ZT arge Probleme gehabt, ab gewissen Höhen. Aber das sieht gut aus. Ach, jetzt können wir das Ladevolumen auch wieder aufklappen. Ist ja irre. So. Wie ihr seht, ist das Wetter nicht zum Mähen. Ist auch nicht schlimm. Mal alle Tore zu. Ich hoffe, dass das mit dem Laufen von den Kühen auch so weit passt, weil die sollen dann ab einem gewissen Punkt halt wirklich durchlaufen. Ah, mal gucken, ich bin gespannt. Sieht hier noch voll das Gewitter auf. Medium cool. So bin ich erstmal schon zufrieden mit einigen Sachen. Und das könnte hier. Oh, das gibt viel Mist, ne? Wie gesagt, Tutorial für Misthaufen ist auch schon draußen. Könnt euch mal angucken, wie das schnell und einfach geht. Aktuell ist es noch ein bisschen verbuggt, bin ich der Meinung. Zumindest, wenn man sich so einen Multiplayer-Spielstand oder wenn man einen Multiplayer-Spielstand macht, man muss immer erst ein Savegame erstellen, weil ansonsten weiß der nicht, wo der hingehört. Zumindest für eine gewisse Bauart. Ich glaube, das mit den Farm-IDs, das sollte funktionieren. Aber wenn man das eben nicht hat, so wie bei uns, da sind die Karten ja mehr so auf Boards with Farmland gebaut, dann hast du da ein Problem. So, gut, jetzt sind wir hier schon wieder 15 Minuten hin und her gelaufen. Ich habe euch mal wieder ein bisschen was von der Karte gezeigt. Wie gesagt, Schweine sind verbaut, Kühe sind verbaut. Misthaufen ist einer verbaut, den anderen mache ich noch. Aber nicht mehr heute. Es ist Sonntag, der 27.03. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream oder auf der Straße. Immer schön winken. Ich bin erstmal raus, euer Hellraiser.